Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das Rheinland tobt und wir halten hier die Stellung. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und sofort geht's los mit Erika. Und Erika ist 62. Guten Morgen, Erika. Ja, morgen. Erika, was geht's bei dir? Ach, Domian, ich bin jetzt so richtig nervös und habe Herzrasen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fang mal irgendwo an, dann läuft's schon. Ich leide unter Depressionen, Angstzustände mit Panikattacken. Ich kann nur das Haus mit meinem Mann verlassen. Mhm. Ich habe auch einen Schwerbehindertenausweis mit 100%, mit einem B, dass ich immer Begleitung brauche. Und ich kann am öffentlichen Leben nicht teilnehmen. Ich bin fast nur ans Haus gebunden. Ja. Wie lange geht denn das schon so? Ganz extrem ist es 1992 angefangen, so lange schon. Wie ich einen Schlaganfall bekommen habe. Ah ja, das ist ja eine verdammt lange Zeit. Ja, aber angefangen leicht ist das 1980, wie ich meine Mama von heute auf morgen verloren habe. Die war noch einen Tag vorher bei uns. Mein Mann hatte Geburtstag, war quietschfidel. Mhm. Einen anderen Tag kriegte ich einen Anruf, sie liegt im Sterben und ich sag dann verstorben. Das war ein schon einen kleinen Schock. Knacks. Mhm, ja. Und dann, jetzt sagst du, du kannst gar nicht allein die Wohnung, das Haus verlassen. Nein. Immer nicht. In Begleitung deines Mannes. Nur mit meinem Mann. Und der begleitet mich auch nur, wenn es zu Arztterminen. Und dann lasse ich mir auch immer, wenn es geht, Arzttermine geben, früh morgens, damit ich die Erste bin. Mhm. Ich kann in keinem Wartezimmer sitzen. Und wenn ich mal einen anderen Termin bekomme, sage ich, ich bin Angstpatientin und dann brauche ich auch nicht ins Wartezimmer. Dann kann ich mich extra in so einen Raum setzen. Was würde denn passieren, wenn man dich in ein Wartezimmer setzen würde? Ja, dann kriege ich auch Panik und die Menschen und alles. Dann würde ich rausrennen. Mhm. Mhm. Ich kann auch in keine Geschäfte gehen. Das macht alles mein Mann. Wenn du dir mal Kleidungsstücke kaufen willst, wie... Ich bestell mir die. Ah ja. Mhm. Also findet das Leben im Prinzip nur in den vier Wänden statt? Ja. Und man geht nach draußen, nur wenn es absolut notwendig ist? Richtig. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch belastend ist für die Beziehung zu deinem Mann. Gar nicht, im Gegenteil. Im Gegenteil. Mein Mann, der hat so ein Verständnis für mich, das gibt's gar nicht. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben fünf. Fünf Kinder? Ja, und die sind doch da quasi mit groß geworden. Die kennen die Mutter fast gar nicht anders. Mhm. Ja. Kannst du denn deine Kinder zu Hause besuchen? Aber auch nicht lange bleiben. Dann muss ich ganz schnell wieder nach Hause. Mhm. Also so gemeinschaftlich Geburtstag feiern mit großer Kaffeerunde, das geht nicht? Nee, das geht nicht. Ja. Was hast du gegen diese schwere Erkrankung schon alles unternommen? Ich war schon bei zig Psychologen und Therapeuten. Dann habe ich so und so viele Sitzungen immer genehmigt bekommen. Mhm. Und dann hieß es wieder, ich bin austherapiert. Ich nehme jetzt von über 20 Jahren Diazepam und Trevilor. Mhm. Und seit über 20 Jahren nimmst du diese starken Medikamente schon? Ja. In einer hohen Dosierung? Bitte? In einer hohen Dosierung? Ja, Diazepam dreimal täglich 5 Milligramm und Trevilor 75 Milligramm Retard. Das ist eine am Tag. Also ich bin natürlich kein Medizinfachmann, aber mein Laienwissen sagt mir, dass das schon sehr viel ist. Und das über einen so langen Zeitraum zu nehmen, sicherlich alles andere als gut ist. Ja, ich muss auch sagen, Domian, ich war vor 13 Jahren mal in einer Klinik. Mhm. Da hatte der Therapeut aufgemacht bei uns im anderen Ort. Da hatte ich das in der Zeitung gelesen. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich habe schon 10 Jahre meines Lebens verschenkt. Von 80 bis 90 bin ich 10 Jahre gar nicht mehr aus dem Haus gegangen. Noch nicht mal, wir haben in einem 6-Familienhaus gewohnt. Noch nicht mal mehr im Keller oder zum Briefkasten, gar nichts. Und da habe ich gesagt, jetzt fährst du mich zu diesem Psychologen hin. Ja. Und da sagte mein Mann, du bist doch nicht bekloppt. Ich sage, das hat mit bekloppt nichts zu tun, jetzt kommst du mit.
Und dann hat er mich auch begleitet, ist mit mir dorthin, ist auch mit reingegangen und dann konnte er auch meine Krankheit verstehen. Mhm. Ja, und dieser Arzt ist dann mit Diazepam auch erst mit Spritzen IMAP und sowas. Aber das hat alles nichts geholfen. Ja, und dann bekam ich, wie gesagt, die Diazepam verschrieben. Mhm. Und seit 92 nehme ich jetzt auch noch Trevilor dazu. Ja. Hast du, was für einen Eindruck hast du von dir selbst, wenn du deinen seelischen Zustand jetzt mal die letzten Jahre oder die letzten 5 Jahre dir anschaust? Wie entwickelt sich die Erkrankung? Ja, sie wird nicht besser. Wird sie schlimmer? Hin und wieder ja. Ja. Wärst du denn nochmal bereit, einen ganz neuen Anlauf zu nehmen? Dich ja, psychotherapeutisch, psychiatrisch behandeln zu lassen? Das wohl, nur in keine Klinik. Mhm. Weil ich damals in einer Klinik war, ich sagte ja, mein Mann, da rief er unsere jüngste Tochter an, Mama, der Papa ist nur am Wein, der isst nichts mehr. Und er hat sehr viele Geschwister, die haben ihn eingeladen gehabt zum Grillen, aber er ist ja nur zu Hause geblieben. Und dann konnte ich mich auch nicht mehr auf die Therapien da konzentrieren. Also, und dann habe ich abgebrochen. Moment mal. Ach, da hast du abgebrochen. Du hast abgebrochen nicht, weil du es nicht aushältst in der Klinik wegen dir, Nein. Sondern abgebrochen, weil du Sorge um deinen Mann hast. Richtig, weil wir haben immer alles zusammen gemacht. Wir sind nie getrennte Wege gegangen. Ist dein Mann denn eigentlich so seelisch gesund? Mein Mann ist seelisch gesund, ja. Glaubst du, dass das für ihn heute auch nach wie vor schwer wäre, wenn du in eine Klinik gehen würdest? Ich glaube nicht, aber ich möchte es nicht mehr. Ich habe auch Krankenhausphobie und so. Ich weiß nicht, wie lange ich es dort ausgehalten hätte. Ich war ja nur 10 Tage da. Ich möchte dir was zu deinem Mann sagen. Ich finde das natürlich sehr toll, dass dein Mann dich so eng begleitet und dass er so viel macht. Ja, das erkenne ich ihm auch sehr hoch an. Ja, aber dein Mann muss es auch aushalten, wenn du mal über einen längeren Zeitraum in der Klinik sein würdest, sage ich mal. Das muss er aushalten. Und es darf auf keinen Fall sein, dass du eine schwerkranke Frau bist, dass du Rücksicht auf deinen Mann nimmst. Das darf überhaupt nicht passieren. Das finde ich schlimm, dass das damals dann abgebrochen wurde, weil du Angst um deinen Mann hast, weil der nicht alleine sein kann. Dann soll er sich anstrengen. Das wird er aushalten können. Es geht um dich und deine schwere Erkrankung. Ja, aber jetzt sind wieder so viele Jahre ins Land gestrichen und jetzt habe ich auch Angst, in einer Klinik zu gehen, weil ich noch im anderen Ort wohnte. Wir sind seit September nach Münster gezogen und wie ich in einem anderen Ort wohnte, da war ich alle 14 Tage in einer Gruppe für psychosomatisch erkrankte Frauen. Da war auch eine Sozialpädagogin bei. Ich hatte immer mein Handy mit und mein Mann hat vor der Tür gewartet. Wenn ich Angstzustände kriegte, ich wusste, ich konnte sofort immer zu ihm hinlaufen. Und das hat mir sehr gut getan. Glaube ich, ja. Weil die alle die gleichen Krankheiten hatten. Aber die waren alle schon fast in den Kliniken gewesen und die wurden auch immer nur zugedröhnt mit Tabletten. Denen geht es heute auch nicht besser wie vorher. Das ist natürlich nicht die Lösung. Wahrscheinlich kann man dir am Anfang nur mit Medikamenten helfen, um dich da rauszuholen. Aber die Ziellösung muss natürlich sein, dass du von den Medikamenten so weit wie irgend möglich runterkommst. Ja, aber nach so vielen Jahren, ob das noch geht? Ich gebe dir die Hoffnung da ja nie auf. Und ich habe schon so viele schwere psychiatrische Fälle hier gehört, wo die Leute es geschafft haben und wo auch nach langen Krankheitsgeschichten es nochmal zu einer wirklich guten Verbesserung gekommen ist. Erika, ich habe das Gefühl, dass du da in einem Hamsterrad sitzt, aus dem du nicht rauskommst. Du bist in deiner Wohnung, du hast Angst vor Leuten, du nimmst ständig diese starken und wirklich schweren Medikamente. Richtig. Ich glaube, da muss ein Ausbruch passieren. Der Ausbruch kann vielleicht sein durch eine neue ambulante Therapie. Vielleicht ist der Ausbruch aber doch wirklich am allerbesten, in eine Klinik zu gehen. Vielleicht am Anfang eine ambulante Therapie, dass du darauf vorbereitet wirst. Ich habe ja schon so viele ambulanten Therapien mitgemacht. Ich weiß. Das ist natürlich in der Tat wirklich ein schwieriges Ding. Aber vor allen Dingen, dann wird man auch blöd angemacht bei meinem letzten Therapeuten. Ach, Sie sehen ja heute wieder toll aus. Sie sehen ja noch gar nicht aus wie 62. Da habe ich nur gesagt, Herr Doktor, ich habe kein Brett vom Kopf, wo das draufsteht, was ich habe, wie es in mir aussieht. Mhm.
Also mein Gefühl geht eher in Richtung Klinik, aber das ist eine Fachberatung, die du jetzt bekommen musst und wirst, auch von meinem Psychologen, der das Gespräch mitgehört hat. Ich möchte dich aber nur grundsätzlich animieren, egal wohin die Beratung jetzt auch geht von dem Peter, meinem Psychologen. Du bist nicht schon 62, sondern ich sag, du bist erst 62, Erika. Ja. Nimm nochmal einen richtigen Anlauf. Du hast die Chance. Ich hab da Angst. Vor einem im Zug und so. Ja, ich verstehe schon. Aber wenn du in gute Hände kommst, in erfahrene, moderne, psychiatrisch, psychologisch, therapeutische Hände. Und aber erstmal finden, die waren alle in verschiedenen Kliniken damals, die Frauen, wo ich in der Gruppe war. Mhm. Und die haben alle schlechte Erfahrungen gemacht. Dann wird man auch skeptisch. Ne? Man wird skeptisch. Das soll man ja auch sein, aber man darf deshalb nicht gleich den Mut verlieren. Es gibt ja, das höre ich auch nur, immer wieder hier in der Sendung auch sehr viele gute Kliniken und ganz tolle moderne Psychologen und auch moderne Psychiater. Ja, aber die erstmal finden, ne? Da werden wir dich erstmal zurückrufen und alles weitere im Hintergrund besprechen, Erika. Und nimm, das Recht hast du, finde ich. Nimm diesmal, wenn du dich dafür entscheiden solltest, keine Rücksicht auf deinen Mann. Und doch, der tut mir aber leid, der macht alles für mich. Der kann dir ein bisschen leid tun, aber der schafft das auch alleine ohne dich. Und was meinst du, wie glücklich der ist, wenn du hinterher fit bist und gesund bist, wenn es dir besser geht? Du darfst niemals wegen ihm eine Therapie oder einen Krankenhausaufenthalt abbrechen. Auch wenn ich im Krankenhaus war, er ist von morgens bis abends immer bei mir im Bett geblieben. Weil damals nach meiner Total-OP, wo ich Eierstockkrebs hatte, bin ich auch nach 10 Tagen abgehauen mit 35 Klammern im Bauch noch. Wegen ihm? Nein, nicht wegen ihm selber, weil ich auch für Krankenhäuser Panik habe. Okay. Das vertiefen wir jetzt im Hintergrund, Erika. Ja. Das heißt, der Peter ruft dich an, alles Weitere besprecht ihr beiden. Ich wünsche dir für deinen Weg, was du dir jetzt auch immer machen wirst, aber bitte mach etwas, wünsche ich dir viel Kraft und von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören, Erika. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Georg. Georg ist 37. Guten Morgen, Georg. Hallo, du, Jürgen. Ja, hallo Georg, um was geht's denn bei dir? Ich habe über mehrere Jahre eine Frau und einen Mann gehabt, ohne dass wir voneinander wissen. Und jetzt im Moment nicht mehr? Ich habe das dann einschlafen oder zu Ende gemacht, weil ich da gesundheitliche Probleme gekriegt habe und eine Wirbelsäule operiert werden musste. Da hast du beides einschlafen lassen? Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? 3 Jahre. Mhm. Und wie lange warst du mit diesen beiden Menschen zusammen, ohne dass die voneinander wussten? Mit ihr 6,5 und mit ihm 5 so lange. Jahre und 8 Monate. So lange? Hast du kein schlechtes Gewissen gehabt? Nein, schon. Währenddessen nicht? Nee. Nee? Nee. Aber das ist doch sonderbar. Man muss doch immer einen Menschen, den man liebt, belügen. Richtig. Und das hat dir kein Problem bereitet? Damals nicht. Wie erklärst du dir das? Weiß ich nicht. Kapier ich auch bis heute nicht. Du kapierst das bis heute nicht? Wie das halt, ich da halt kein schlechtes Gewissen gehabt habe. Aber jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Wo man halt jetzt auch die Zeit hat, drüber nachzudenken. Mhm. Ja, nun ist die Sache aber allerdings Vergangenheit und jetzt kann man da nichts mehr ändern dran. Richtig. Warum rufst du mich an überhaupt dann noch zu diesem Thema? Weil das bis jetzt überhaupt noch keiner weiß. Was weiß keiner? Ja, eben das. Was? Dass ich zweiglasig gefahren bin. Ach so, ich dachte eventuell, dass du auch auf Männer stehst, dass das keiner weiß. Ja, das weiß überhaupt keiner. Ach, das weiß überhaupt keiner? Nee. Warum nicht? Weil das Bild nach außen jetzt auch unter anderem damals beruflich halt mir sehr geschadet hätte beruflich. Was hast du denn damals beruflich gemacht? Ich war selbstständiger Gärtner und musste auch nach außen viel in Gesellschaft. Und wenn das dann rausgekommen wäre, dass ich schwul bzw. bi bin, hätte ich nie keinen Aufträge, nichts mehr gehabt und wäre dann finanziell auch ruiniert gewesen. Da ist man so streng, mag man keine schwulen Gärtner? Richtig. Ja? In der Gesellschaft, wo ich gelebt habe, nicht. Hast du auf dem Land gelebt? Ja. Jetzt
plagt dich im Nachhinein das schlechte Gewissen. Niemand weiß davon. Richtig. Das ist natürlich jetzt eine etwas kuriose Situation. Das sind viele Jahre schon vergangen und du suchst nach einer Lösung. Aber diese Lösung gibt es ja nicht. Richtig. Und im Nachhinein diese Personen zu informieren, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ja. Und wie weit bist du da mit dem Denken gekommen? Nicht sehr weit. Würde ich an deiner Stelle auch absolut unterlassen. Weil ich das finde ich nicht gut. Was bringt das? Das bringt nur dir eine gewisse Gewissenserleichterung. Du tust ihr weh, du tust ihm weh. Die Sache liegt lange zurück und damit ist nichts geholfen, nichts bewirkt. Wie hast du das denn damals begründet eigentlich, dass du rausgegangen bist aus den Beziehungen? Ja, da war das schon, beide haben gemerkt und auch mitgekriegt, dass ich immer öfter zum Ärzten musste und das habe ich dann auch nicht verheimlicht, dass ich dann halt kaputte Wirbelsäule habe und das dann auch gemerkt haben, dass ich dann langsam da aufgrund der Schmerzen auch da nichts mehr gelaufen ist. Und das haben die so akzeptiert, dass man aufgrund einer kaputten Wirbelsäule eine Beziehung aufgibt? Nö. Die haben wohl versucht zu kämpfen, aber da habe ich dann doch, weil ich dann auch anfing, das mit in den Kopf zu gehen, wenn das jetzt mich operieren lässt, dass ich das ja dann eventuell dann auch rausgekommen wäre dann auch. Ach so. Weil dann wären sie wahrscheinlich auch beide zu Besuch gekommen. Und also hast du letztendlich aus Feigheit, das könnte auffliegen, hast du diese beiden Liebesbeziehungen aufgegeben? Ja. Das ist aber auch eine Geschichte, sage ich dir. Hat dir das denn nicht leid getan und weh getan? Doch. An wem hast du denn am meisten gehangen? An ihm. An ihm. Und sie wollte ich nicht aufgeben, weil man halt auch länger zusammen war. Ja, da hast du fulminanten Mist gebaut, so muss man sagen. Ja. Und was mich jetzt im Nachhinein tröstet, sind beide in einer guten Beziehung und sind auch beide verheiratet mittlerweile. Dann lass die mal schön in Ruhe und bequatsch die jetzt nicht mit der Vergangenheit. Nee, das würde ich nicht machen, sonst ist denn das jetzige Leben von denen dann auch kaputt. Genau, ganz genau. Ich finde, Georg, wir alle machen in unserem Leben mehr oder weniger große Fehler. Es gibt viele Sachen, die kann man wieder ausbügeln. Manche kann man einfach nicht mehr ausbügeln, weil die Zeit einfach darüber hinweggegangen ist. Und ich glaube, das ist so ein Ding bei dir. Ja. Was kann man machen? Man kann dann nur aus der Vergangenheit und den Fehlern, die man gemacht hat, lernen und in der Gegenwart und in der Zukunft sich anders verhalten. Ich würde auch sowas nicht mehr machen. Ja, das will ich hoffen, nach dieser Erfahrung, dass du auf keinen Fall mehr zweigleisig fährst. Das ist das eine, was du dir vornehmen solltest. Ja, mache ich auch. So, und das andere ist, arbeitest du im Moment noch nach wie vor in deinem Buch was, Gärtner? Nee, zurzeit bin ich noch in Behandlung wegen der Wirbelsäule, weil ja 3 Wirbel ja versteift sind und bin halt noch in Nachbehandlung. Aber du kannst dich so weit bewegen, du bist nicht auf den Rollstuhl angewiesen. Richtig. Ja. Wie sieht denn so dein Umfeld aus? Hast du einen kleinen Bekannten- oder Freundeskreis? Ich hab einen Freundeskreis, die mich halt unterstützen. Die kennen halt aber auch nur die eine Seite mit der Frau. So, und das ist, finde ich, jetzt der nächste Schritt, den du unternehmen solltest, dass du zumindest deinen engeren Kreis mal einweist, dass du auch noch auf Männer stehst, auf Kerle. Ja. Da hast du schon mal eine große Seelenlast von dir geworfen. Und das wird dir einen Tick besser gehen, da bin ich ganz sicher. Und wo ich jetzt vor einiger Zeit einen kennengelernt habe, wo ich mir vorgenommen habe, wenn ich jetzt wieder fit sein sollte, dass ich den mal zum Essen einlade und mal gucken, ob was wird. Und dann vielleicht auch die Kraft finde, um dann wirklich mal alles klarzustellen. Weil ich in der Sache, also arbeitsmäßig in dem Bereich, aufgrund der Gesundheit nicht mehr machen kann. Also auch nicht mehr darauf angewiesen bin, so tun, als ob mit einer Frau, sondern ich dann beim Kumpel in eine Firma reinkomme, als Beschäftigter
Und dann bin ich halt nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern kann dann wirklich mein Leben leben. So, und du spielst gleich mit offenen Karten. Und der Freund, der weiß Bescheid, dass ich halt so bin. So, aber nicht mit der Zweiklassigkeit, das weiß bis heute gar keiner. Ja gut, komm, Schwamm drüber, Sache ist vergessen. Wie gesagt, guck jetzt nach vorne und in deine Gegenwart rein. Finde ich gut, was du jetzt dir da vorgenommen hast. Die Zeit der Heimlichkeit ist jetzt vorbei, okay? Ja, richtig. Die halt durch die Krankheit einen Strich gezogen. Genau, ganz genau. Also Georg, es kann nur besser werden. Richtig. Ne? Demnächst führst du ein ehrliches und offenes Leben und dann geht es dir mit Sicherheit seelisch auch gut dabei oder viel besser als früher. Richtig, habe ich die Erfahrung auch gemacht. Genau, also ich kann dich nur bestärken darin, das ist ein guter Vorsatz und mach das mal so. Viel Glück wünsche ich dir. Besten Dank. Gerne. Tschüss, Georg. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Regina. Regina ist 45. Guten Morgen, Regina. Ja, hallo Domian. Hallo Rita. Hi. Schön, dass du da bist. Ich brauche mal deine Hilfe. Erzähl, um was geht's? Es geht um meine Mutter. Ja. Und zwar habe ich schon 5 Jahre keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Habe die Woche erfahren, dass sie einen Gehirntumor hat und wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat. Von wem hast du es erfahren? Über meinen Neffen. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch 4 Geschwister. Und mit den Geschwistern auch keinen Kontakt? Nein. Nein? Nein. Warum habt ihr alle keinen Kontakt miteinander? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe eine schwere Kindheit hinter mir. Also ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich hasst. Woran hast du das Gefühl festgemacht? Weil ich immer die Einzige war, wo sie geschlagen hat, eingesperrt hat. Oh, die anderen nicht? Nee. Nur dich? Ja. Und der Vater, wie hat er sich verhalten? Der war nicht da. Wo war der? Im Gefängnis. Ah. Das heißt, du bist ganz ohne Vater oder ihr seid ohne Vater aufgewachsen? Ja. So lange war der im Gefängnis? Ja. Was hat denn der gemacht? Ja, so Raubüberfälle, ganz genau weiß ich es nicht. Und zu dem gibt es auch keinen Kontakt heute? Doch, mittlerweile, ja. Ach so, und der Kontakt, wie ist der? Der ist eigentlich gut. Okay, dann nochmal auf die Mutter zurückzukommen. Also du hast den Eindruck gehabt, dass sie genau gerade dich nicht gewollt hat. Ja. Ich habe immer versucht, mir die Liebe zu erkämpfen. Ich liebe meine Mutter über alles. Habe versucht, mir die Liebe zu erkaufen. Zu erkaufen? Ja. Wie das? Ja, wenn ich Geld hatte, war ich gut. Ach so, du hast ihr Geld gegeben und Geschenke gemacht und so etwas. Ja. Und dann war sie dir wohlgesonnen? Ja. Und wie kam es, dass du denn gerade erst vor 5 Jahren den Kontakt abgebrochen hast? Weil ich habe eine Tochter, die ist jetzt 15. Und meine Tochter war 10 Jahre alt. Da war ich bei meiner Mutter zu Besuch. Und da hat sich das Gleiche abgespielt wie mit mir in der Kindheit. Was hat sie mit dem Kind gemacht? Abfallende Dinge zu ihr gesagt. Respektlos. Damals zum ersten Mal, vorher nicht? Ja gut, vorher habe ich schon gemerkt, meine Schwester hat eine Tochter, fast im gleichen Alter. Die hat sie immer mitgenommen in den Urlaub, meine Tochter nicht. Und ich habe das immer so hingenommen, ja, ist ja okay und überhaupt. Aber in dem Moment, an dem Abend, wo das war, habe ich gesagt, halt, stopp. Hat sie deine Tochter auch geschlagen? Nee, so weit habe ich es nicht kommen lassen. Aber das hat sie mit dir ja gemacht? Ja. Nochmal eine kurze Frage zu deiner Vergangenheit, bevor wir weitersprechen über deine Tochter. Hat sie dich schlimm geschlagen früher? Ja. Wie schlimm? Es war so weit, dass der Nachbar, wenn der Nachbar nicht gekommen wäre, hätte sie mich umgebracht. Ich hatte Würgemale am Hals und konnte wochenlang nicht in die Schule gehen. Wie alt warst du da? Circa 12. Ist das einmal passiert, so schlimm? Nee.
Mehrfach? Wie oft? Wie oft? Wie? Sie hat getrunken. Halt immer, wenn sie besoffen war. Also sehr oft ist das passiert. Du bist mit Angst aufgewachsen. Ja. So, dann hat sie deine Tochter abfällige Bemerkungen gemacht und schlecht zu ihr gesprochen und da hast du gesagt, jetzt ist Schluss. Ja. Und dann hast du jetzt seit 5 Jahren nichts mehr von ihr gehört. Nee. Sie hat sich auch selbst nicht bemüht, den Kontakt wieder aufzufrischen? Nein. Wir leben in der gleichen Stadt, wenn ich sie sehe, oder wenn meine Tochter sie sieht, sie dreht den Kopf, sie will nichts wissen. Als du damals gesagt hast, jetzt ist hier Schluss, das war doch wahrscheinlich das erste Mal in deinem Leben, dass du aufgestanden bist vor deiner Mutter, ne? Ja. Was war denn das für ein Gefühl für dich? Gut. Ich habe mich gut gefühlt. Zum ersten Mal hast du ihr die Stirn geboten? Ja. Das war für die ja auch eine ganz neue Erfahrung, ne? Ja. Wie hat die darauf reagiert? Wie wenn es ihr egal wäre. Und das fand in ihrer Wohnung statt? Ja. Hat sie dich dann rausgeschmissen oder bist du gegangen? Ich bin gegangen. Was hat sie zum Schluss noch gesagt? Nichts. Nichts? Nichts. Sie hat dich einfach gehen lassen? Ja. Nach dem Motto, ist mir doch scheißegal, geh. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt glücklich verheiratet seit 10 Jahren. Und mein Mann hat das mitbekommen und das war für ihn unglaublich. Hattest du deinem Mann denn von deiner Kindheit auch erzählt schon? Ja. Also musst du ihn das doch gar nicht so sehr erstaunt haben. Ja gut, ich habe ihm erzählt, aber das zu sehen und zu glauben ist eine andere Sache. Natürlich, natürlich. Und jetzt... noch eine Frage zur Vergangenheit. Wenn du an deine Jugend und Kindheit denkst, welche schöne Erinnerungen hast du an deine Mutter? Gute Frage, nächste Frage. Ich mag schon, wenn man so lange nachdenken muss. Ja. Warum habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen jetzt? Ja, da kommen wir mal zum jetzigen Zeitpunkt. Du hast ein schlechtes Gewissen, dass du dich nicht bei ihr meldest? Ja. Obwohl sie eigentlich ein Teufel für dich war? Ja. Kann man das so sagen? Ja. Mir ging so gut die letzten 5 Jahre. Und diese Nachricht jetzt, die hat einen Tumor, das kann sein, dass sie stirbt? Ja. Bringt dich in eine Gewissensnot? Ja. Was sagt dein Mann, was du machen sollst? Ich soll nach meinen Gefühlen gehen. Nur die Gefühle sind manchmal, wenn man in solchen Konstellationen lebt, denen kann man auch nicht immer trauen. Zum Beispiel die Tatsache, dass du so lange noch Kontakt zu deiner Mutter hattest, überhaupt. Ja. Da bist du ja deinem Gefühl auch nachgegangen. Eigentlich hättest du ja schon viel früher den Kontakt abbrechen müssen. Ja. Eigentlich, nachdem du aus dem Haus warst, hättest du einen Strich ziehen müssen, Schluss aus. Aber es besteht natürlich dann auch eine gewisse Abhängigkeit zu einer solchen Person, die einen so hat leiden lassen. Ja. Ich hatte eine Schwiegermutter, die war so gut. Sie war wie eine Mutter zu mir. Die ist vor 3 Jahren gestorben. Ich habe so geweint. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe diese Gefühle für meine Mutter nicht. Weißt du, Regina, ich bin ja auch immer dafür, dass man gewisse Sachen auch verzeiht. Ich bin auch dafür, dass man auch im Angesicht des Todes noch mehr verzeiht als vielleicht ohnehin schon. Ja, deswegen rufe ich an, weil ich die Gewissensbisse habe. Ja, aber lass mich weiter sagen. Aber es gibt auch, sagen wir mal, Dinge im Leben, die geschehen sind, die muss man auch nicht verzeihen. Man soll nicht in Wut und Rache leben. Das ist auch nicht gut. Es ist eine gute Entwicklung, wenn einem eine Person irgendwann dann egal ist, die einem sehr viel Leid angetan hat. Ja.
Das ist das Ziel eigentlich. Ja, ich fühle im Moment gar nichts. Mhm. Nichts. Ich fühle keine Rache, keine Liebe, mhm. gar nichts. Ich bin nur leer. Mhm. Ich würde dir sagen, und ich sage dir auch, dass ich das moralisch völlig in Ordnung finde, wenn du da nicht mehr hingehst. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich finde, dass du dir keine Gewissensbisse machen musst. Ganz ehrlich jetzt. Ganz ehrlich, ich sage... Ich möchte auch nicht hingehen. Hm. Weil ich denke, das wäre nur geheuchelt. Es wäre geheuchelt und es würde vielleicht nochmal wieder ganz alte Wunden aufreißen. Ja. Die du vielleicht jetzt in den letzten 5 Jahren so ein bisschen hast verheilen lassen können. Ja. Hm, dann geh nicht hin. Gut. Dann geh nicht hin. Sie will es ja auch nicht anders. Nee. Stell dir mal vor, was ist das denn für eine Frau, die für eine Mutter und für eine Oma, die innerhalb dieser 5 Jahre nicht einmal den Versuch unternommen hat, zu sagen, ach komm, lass uns wieder gut sein. Nix. Nix. Allein das ist schon so schlimm, finde ich. Hast du sie denn eigentlich mal, als du schon eine erwachsene Frau warst, hast du irgendwann mal ihr das gesagt, wie schlimm du die Kindheit gefunden hast? Ja. Ich habe sie auch gefragt, warum sie mich hasst. Und ihre Antwort war? Keine Antwort. Keine Entschuldigung? Nein. Nichts? Nichts. Was glaubst du denn, warum sie dich hasst? Ich weiß es nicht. Hast du eine Vermutung? Ich weiß nur von meinem Vater her, was er erzählt hat, dass, wie ich gekommen bin, wollte sie mich abtreiben, sie wollte mich nicht. Hm. Dann wollte sie mich zur Adoption freigeben, das hat nicht geklappt. Mhm. Im Endeffekt denke ich mir, so vernünftig wie ich bin, dass im Grunde genommen sie die arme Frau ist, nicht ich. Im Grunde genommen ja. Im Grunde genommen ja. Sie hat letztendlich kein gutes Leben geführt. Wenn man so boshaft ist, führt man kein gutes Leben. Ja. Sie ist die Arme, nicht ich. Ja. Also, sie hat nie Entschuldigung gesagt. Nee. Sie hat selbst im Abstand und im... Wie alt ist sie jetzt? 67. 67. Also auch im Abstand zu der Zeit von früher, als sie älter und reifer wurde... Hat sie nicht eingesehen, dass sie da was Falsches gemacht hat? Nein. Nein. Sie meldet sich nicht, nachdem du das abgebrochen hast. Nein. Dann musst du da auch jetzt nicht hingehen. Dann soll es so sein. Und dann ist dir das auch egal, weißt du das? Das wird ja auch völlig egal sein, ob du da kommst oder nicht kommst. Ja. Mach es nicht. Gut. Ich glaube, du wirst dich besser fühlen, wenn du es nicht gemacht hast, weil du nochmal einen Sieg errungen hast gegen deine Mutter. Ja, ja. Wenn du jetzt hingehst, knickst du wieder ein. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, genau. Ja. Sind wir uns einig, ne? Super, Domian. Mhm. Regina, alles Gute von Herzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal anrufe. Ich höre dich jede Nacht. Aber jetzt haben wir uns ja nett unterhalten und ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich danke dir, Domian. Von Herzen dir alles Gute, Regina. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr haben wir. Und ich freue mich, begrüßen zu können den Friedhelm. Friedhelm ist 46. Hallo Friedhelm. Hallo Domian. Hast du noch einen Fernseher oder ein Radio an? Ja, ich glaube ja, ne? Also Fernseher auf jeden Fall. Ja, dann mach mal den Ton weg. Okay. Ja. Um was geht's? Ja, hallo Domian, es geht um Folgendes. Ich bin in jungen Jahren von meinem eigenen Bruder missbraucht worden. Mhm. Und das hat mir wahrscheinlich viele psychische Probleme bereitet. Mhm. Wie alt warst du und wie alt war dein Bruder? Also ich denke, wo es angefangen hat, war ich 6 Jahre alt. Ja. Und mein Bruder ist etliche Jahre älter als ich. Wie viele Jahre? Circa 7 Jahre. Mhm. Da war der so in der Pubertät. Genau.
Du warst 6. Bis zu welchem Lebensjahr ging das dann bei dir? Bis zum circa 13., 14. Lebensjahr. Sehr lange Zeit. Ja. Dein Bruder dich missbraucht. Ja. Dich vergewaltigt. Genau. Ist er das einzige Geschwister, das du hast? Nein, ich bin aus einer Familie ich habe noch 5 Geschwister. Ah ja. Hat er das nur mit dir gemacht? Ja, ich denke ja. Genau weiß ich es nicht. Du hast nie mit den anderen Geschwistern darüber gesprochen? Nein. Warum nicht? Aus Scham. Bis heute? Bis heute, ja. Der Bruder lebt auch noch? Der lebt noch, ja. Mhm. Und deine Eltern? Mein Vater ist tot, meine Mutter lebt noch. Mhm. Nur ich denke, meine Mutter wird es wahrscheinlich nie mitbekommen haben. Mhm. Hat er dir damals gedroht, wenn du was sagst, dann passiert das und das? Gedroht nicht, aber er hat mich gelockt mit verschiedenen Sachen. Wie denn? Mit was? Ja, es war ein Alter, wo er Mofa fahren durfte, ich noch nicht. Mhm. Achso, dann war das so ein Deal. So ein Deal. Fahr doch mal. Und dann darf ich ran. Genau. Mhm. Bei dir, wie hast du denn das damals empfunden, was er mit dir gemacht hat? Also ich habe es damals als nicht besonders schlimm erfunden. Mhm. Wann wurde es denn schlimm für dich? Als ich älter wurde. 10, 11 Jahre. Achso, aber da lief das noch. Ja. Da hast du es als schlimm empfunden. Ja. Hat das nicht unglaublich wehgetan für so ein Kind, was er da mit dir gemacht hat? Zu dieser Zeit nicht, nein. Später ja. Ich leide heute darunter, ja. Was heißt das konkret? Ich bin mittlerweile selbstständig, führe eine Firma mit etlichen Angestellten. Mhm. Und ich habe so ein Trauma. Ich mache seit 2 Jahren eine Therapie. Mhm. Und dabei ist eben raus, ich wusste selber nicht, dass das dieser Grund war, warum ich unter diesem Trauma leide. Das ist eben dabei rausgekommen. Ach, das hattest du in all den Jahren verdrängt? Ja. Hast du einen körperlichen Schaden aus der Zeit? Im Analbereich? Nein, das nicht. Mhm. Das heißt, dir ist das so richtig klar, was da passiert ist, jetzt erst seit wie vielen Jahren? Seit 3 Jahren, circa. Und vorher komplett verdrängt? Ja. Wie hast du das empfunden, als dir das denn klar wurde, was da all die Jahre damals passiert ist? Es waren halt Auswirkungen. Ich habe Hilferufe gestartet, ich habe Dinge getan, um an die Öffentlichkeit zu kommen, aber nie die Wahrheit gesagt. Also ich habe mit der Polizei telefoniert, ich habe Missbrauch von Notrufen getätigt. Und mir war selber nicht klar, warum. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Du rufst die Polizei an, sagst, ich möchte einen Notruf starten, dann fragen die ja, was ist denn los? Was hast du denn da geantwortet? Ja, ich steck mir so ein Messer in den Bauch beispielsweise. Ach so was. Naja. Ach so. Um möglichst viel Aufsehen zu erregen. Ich verstehe. Und daraufhin bist du dann in eine Therapie gekommen und da ist das rausgekommen, was damals passiert ist. Genau. Ah ja. Wie lebst du heute? Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet seit einem Jahr. Weiß deine Frau davon? Ja. Mhm. Ich bin schon seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen. Mhm. Wir haben aber erst seit einem Jahr geheiratet. Und du hast jetzt ihr, wann hast du es ihr erzählt? Jetzt auch kürzlich erst? Ja. Ja, vorher hast du es ja verdrängt gehabt. Genau. Aber immerhin, du hast den Mut gehabt, ihr das zu erzählen. Ja. Ist sie die Einzige aus deinem Umfeld, die das weiß? Meine Psychologin halt.
Mit die Psychologin, natürlich, klar. Sonst aber aus der Familie, Freunde und so keiner. Keiner. Nun bist du bei einer Psychologin und man hat das rausgefunden. Fühlst du dich da nicht gut aufgehoben in dieser Therapie? Doch, ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Aber? Ja, ich habe halt kürzlich nochmal, also ich war vor 2 Jahren, hatte ich schon mal so Sachen gemacht und habe dann eben eine Verhandlung auch gehabt. Und was für Sachen gemacht? Das ging dann nur über die Staatsanwaltschaft und Bewährung und so weiter und so fort, ein Strafbefehl. Sag mir mal, damit ich das verstehe, was hast du gemacht? Ja, wieder diese Anrufe. Ach so, wieder sowas. Mhm. Ja, und dann hatte ich vor 2 Jahren eben den Strafbefehl bekommen. Mhm. 3 Monate auf, nee, stimmt nicht, 9 Monate auf 3 Jahre. Oh. So, und innerhalb dieser 3 Jahre ist das jetzt eben vor letzten Sommer wieder passiert. Obwohl du nach wie vor in der Therapie bist. Ja, das war ein Ausrutscher. Was sagt denn deine Therapeutin? Das ist eine Frau, ne, sagst du? Ja. Was sagen die dazu, dass du das... Also, die hat dem Gericht geschrieben, dass alle Symptome weg waren. Und es war halt ein Ausrutscher. Aber warum kriegt man da so eine große Strafe für? Was genau hast du da gemacht bei diesem Ausrutscher? Damals. Ja, genau, jetzt für diese, von der du gerade erzählt hast, dass diese Strafe... Also die Verhandlung steht mir noch bevor, die ist ja jetzt am 14.02. Genau, und was hast du da gemacht? Ich habe einen Krankenwagen angerufen. Ja. Beziehungsweise Polizei und habe gesagt, mir geht's nicht gut. Und dann, ich war schon ein bisschen bekannt eben bei der Feuerwehr. Und dann wollten die halt alles runterreden und dann habe ich ein bisschen Nachdruck gemacht und habe gesagt... Dann bringe ich mich halt um. Mhm. Ja, und was dann passiert, ist klar. Wie oft hast du denn so eine Aktion insgesamt jetzt schon gestartet im Laufe der Jahre? Sehr viel, ich kann es nicht zählen. Also, ja, verstehe, deshalb bist du da schon noch bekannt dann. Ja. Mhm. Jetzt rufst du mich an, du sagst selbst in guten psychologischen Händen. Was erwartest du dir von dem Anruf? Also meine Erwartung ist, ich wollte, dass die Öffentlichkeit eben weiß, was durch solche Dinge halt passieren kann. Mhm. Ich selbst habe diese Verhandlung gewollt, um das für mich eben Gerechtigkeit zu finden. Um für dich Gerechtigkeit zu finden? Ja. Findest du dadurch Gerechtigkeit für dich, indem du solche Sachen machst und dann deine Frau? Nein, nicht, weil ich diese Sachen getan habe. Aber du möchtest das nach draußen hin zeigen, dass das passiert ist und solche Auswirkungen kann es haben, so meinst du es? Genau. Hast du vorher denn war es so eben, dass ich solche Aktionen gestartet habe, Krankenwagen und so weiter und wusste auch selber nicht warum. Mhm. Durch diese Therapie ist klar geworden. Ich verstehe. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt, ja. Hast du denn mal irgendwann überlegt, auch deinen Bruder anzusprechen darauf? Ja, oft. Du hast es ja noch nicht gemacht bisher. Warum? Weil ich sicher bin, dass ich als Lügner dargestellt werde. Vielleicht würde es dir gut tun, wenn du ihn unter 4 Augen daraufhin ansprichst. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Hast du ein bisschen Angst? Hättest du Angst auch davor? Ich müsste mit ihm alleine sein, ja. Und dass er mir die Wahrheit sagt. Du müsstest mit ihm alleine sein, das ist mir schon klar. Nicht mit Zeugen. Du müsstest mit ihm alleine im Raum sein. Wie ist denn euer Verhältnis heute überhaupt miteinander? Das ist komplett abgebrochen. Dadurch, dass ich selbstständig bin, ich bin sehr erfolgreich. Mhm. Und vielleicht liegt es auch daran, dass dieser Abstand dann eben da ist. Er ist nicht so erfolgreich? Nein. Nein.
Ich will dir das jetzt nicht leichtfertig raten, das kann ich gar nicht beurteilen. Das solltest du natürlich mit deiner Psychologin auch mal in Ruhe besprechen, ob das vielleicht auch noch ein weiterer Schritt ist, dass du das verarbeiten kannst, nämlich die Konfrontation mit dem Täter. Das solltest du mit ihr mal beraten. Ja. Du hast das jetzt sehr eindrücklich und eindringlich geschildert, wie die Zusammenhänge sind, warum Menschen vielleicht Dinge tun, nämlich weil sie in der Kindheit so was Schlimmes erfahren haben. Das finde ich gut, dass du angerufen hast und das so hier erzählt hast. Das war ja auch eines der Hauptgründe, warum du angerufen hast. Ja. Dennoch möchte ich dir auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, Friedhelm. Du bist zwar in guten Händen, aber noch eine Meinung kann ja nicht schaden. Ja, danke. Ne, so machen wir das. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Das heißt, mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Dankeschön. Von Herzen alles Gute und viel Kraft weiterhin. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Eike. Eike ist 44. Guten Morgen, Eike. Guten Morgen, Domian. Hallo, Eike. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Problem mit der latenten Suizidalität meines Sohnes. Also, dass dein Sohn sich das Leben nehmen möchte? Dass er nicht mehr leben möchte, ja. Also jetzt nicht konkret, dass er jetzt permanent sich das Messer im Bauch stecken möchte oder Tabletten schlucken, aber dass er nicht auf dieser Welt sein möchte. Ja. Wie alt ist der Sohn? 17,5 jetzt. Ja. Und wie lange hat er das schon? Es ruft Unverständnis hervor, aber die ersten Anzeichen haben wir mit ungefähr 5,5, 6 Jahren. Ach, so jung? Ja. Was waren das damals für Anzeichen? Die Anzeichen waren die, dass er mich groß anguckte und vorwurfsvoll anschaute und sagte, warum ich ihn denn jetzt ins Bett bringe, er will das nicht, weil er mag morgen früh nicht mehr aufwachen. Als 5-jähriges Kind? Ja. Da erschreckt man doch als Mutter total, da bist oder? Du in Schockstarre. Absolute Schockstarre. Und das ging dann so weiter, als er noch klein das, war? Das ging, ja, er ist damit nicht permanent rausgekommen, dass er ein Mensch ist, der eine große Sensibilität hat, das war relativ früh klar. Ich bin danach mit ihm zum Psychologen gegangen, weil mir das natürlich Angst gemacht hat. Ja. Du hast ihn doch bestimmt dann auch, als er dann vielleicht ein paar Jahre älter war, gefragt, warum er nicht mehr leben möchte. Was hat er geantwortet? Er kommt mit dieser, ich sage es jetzt mal ganz, ganz vereinfacht, mit dieser Idiotie hier nicht klar. So sieht ein Kind das? Ja. Naja, nun ist er kein Kind mehr. Nee, aber damals meine ich. Ja, schon. Was meinst du? Er hat sich wie ein Alien auf dieser Welt gefühlt. Er hat sich nie mittig gefühlt, nie angenommen gefühlt. Also er weiß das von mir, aber ich bin ja halt auch nur ein sehr begrenzter Bereich. Und ich habe alles gegeben, um meine Seite irgendwie abzusichern. Aber meine Aufgabe als Mutter ist ja auch, ihn in die Welt zu lassen. Ist es dein einziges Kind? Nein. Ich habe noch eine 24-jährige Tochter. Mhm. Und lebst du mit dem Vater des Sohnes zusammen? Nein. Nein. Du warst dann auch lange alleinerziehend? Ich bin immer noch alleinerziehend. Du warst und bist alleinerziehend. Ja. Was hat denn damals? Ich habe mich vom Vater getrennt, da war mein Sohn 4 Jahre alt. Kann das damit zusammenhängen? Das ist sicherlich ein Punkt. Also das habe ich dann aus Gesprächen hinterher rausgehört. Mhm. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, also nicht jetzt, aber mich hat es ein bisschen irritiert, weil auch als wir noch zusammen waren, war die Bindung zum Vater jetzt nicht... Nicht so doll. Nicht so doll, mhm. dass man jetzt absolut sichtlich verstehen könnte, weshalb der Abbruch. Was haben denn damals, du warst ja mit dem Kind bei einem Kinderpsychologen oder Kinderpsychiater, was haben die denn gesagt, diese Naja, unterm Strich sind viele Tests mit ihm gemacht worden und das Wichtigste, was rauskam, ist, dass das ein hochintelligentes Kind ist, der halt bestimmte Förderungen braucht und Forderungen braucht und eben extrem sensibel ist. Und ich hab immer versucht, dementsprechend zu handeln. Und zu agieren. Ist es ein sehr in sich verschlossener Mensch? Ja.
könnte man im weitesten Sinne vielleicht sogar sagen, dass er autistische Züge? Nein, also er hat, ja, also wenn man das ganz oberflächlich betrachtet, ja. Aber ich als Mutter und auch mit in Kontext mit Psychologengesprächen sage nein. Mhm. So, jetzt ist er heute 17 Jahre, jetzt kannst du ja ganz normal und klar mit ihm reden, schon eine ganze Weile. Ja. Wie begründet er es heute, dass er nicht mehr leben will? Du hast gerade schon so einen Satz gesagt, aber vielleicht ein bisschen ausführlicher noch. Er versteht nicht, womit Menschen sich alltäglich beschäftigen. Mhm. Wo praktisch die Weltlogik am Wanken ist. Mhm. Wo Umwelt zerstört wird, wo Kriegsverbrechen passieren, wo Unmenschlichkeiten passieren. Mhm. Das ist jetzt das ganz Große. Mhm. Und auf sein ganz Persönliches bezogen ist es einfach dieses sich wirklich wie ein Außerirdischer fühlen. Gibt es in seinem Leben nicht Momente, wo du merkst, da hat er auch Spaß dran? Er ist ein junger Mann, zum Beispiel hat er sich denn schon mal verliebt? Das hat er sich, das vorerst letzte Mal vor 4 Jahren. Und das kann ihn nicht rausreißen? Nein, also das lässt er jetzt gar nicht mehr zu. Das lässt er gar nicht mehr zu? Nein. An was hat er denn überhaupt noch Freude? Also was ihn am Leben hält, ist Computerspielen. Ob er jetzt daran wirklich die Freude empfindet, die wir beide jetzt sagen würden, die empfinden wir an Dingen des Lebens, das wage ich zu bezweifeln. Aber wenn man zum Beispiel so theoretisch verzweifelt darüber ist, dass der Mensch die Natur zerstört, das kann man ja verstehen, dann muss man doch auf der anderen Seite auch einen großen Bezug zur Natur haben und sich vielleicht freuen an einer Frühlingswiese oder an einem Spaziergang am Meer, so etwas. Ist das bei ihm nicht so? Nein. Hm. Das lässt er nicht zu. Hat er einen Schulabschluss? Er ist jetzt auf dem Gymnasium. Und wie ist er in der Schule? Definitiv unter seinen Möglichkeiten. Aber er kommt durch. Er kommt durch. Ja. Hat er Freunde? Er hat Kumpel. Und hängt die meiste Zeit zu Hause vor dem PC. Computer. Hm. Wie versuchst du ihm das Leben lebenswert zu argumentieren? Tja. Wie versuche ich es? Indem ich ihm versuche, meine kleinen Glücksmomente zu erklären. Das versuche ich aber schon seitdem er klein ist. Also wirklich auch versuche, den Blickwinkel auf kleine Sachen zu schärfen. Hast du mal irgendwann den Eindruck gehabt, dass du ihn mit irgendetwas so hauchdünn erreichen kannst? Früher ja, mittlerweile nicht mehr. Was war das früher? Ich erinnere mich, und das ist mal an einem Punkt, da waren wir auf irgendeiner Veranstaltung mit zu öffentlichen Klos. Und da ging ein behinderter Mensch mit einem Rollstuhl rein, also der fuhr natürlich rein. Und dann knallte hinter dem die Tür zu und ich kriegte das mit und kriegte Panik. Wie kommt der da mit seinem Rollstuhl wieder raus bei dieser schweren Tür? Das geht doch gar nicht. Und habe dann mit meinem Sohn vor der Tür gewartet. Mhm. Und er war erstmal völlig verständnislos, was ich denn da tat und warum. Und dann konnte ich dem aber dann auch wirklich helfen, als der raus wollte. Und da war der Bursche begeistert. Das hat ihn also so empathisch und emotional, das hat ihn zu dem Zeitpunkt... Wie alt war er da? ...noch erreicht. Da war er ungefähr 11, würde ich jetzt mal schätzen. So lange 10 oder 11, ja. Warte mich gerade sofort auf die Idee, vielleicht wäre irgendein Beruf, ein helfender Beruf für ihn etwas im sozialen Bereich. Nein, nicht in der jetzigen Situation. Ich weiß nicht, was passieren könnte oder müsste. Er ist aber auch nicht mehr in Behandlung im Moment. Nein, will er auch gar nicht mehr. Das hatte ich auch deinen Mitarbeitern schon gesagt. Das Einzige, was er zulassen würde, wäre eine für mich extrem erschreckende Sache, nämlich ein Medikament zu nehmen, was ihm seine Emotionen nimmt. Ach du lieber Himmel. Damit könnte er sich einen...
Ich habe heute angerufen, das beschäftigt mich natürlich schon viel. Ich finde das auch gut. Ich habe heute angerufen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss heute nicht heulen. Mhm. Und ich bin total stolz, dass ich es auch nicht musste. Hat er denn, wenn er so finster ist und dem Leben so abgewandt ist, gab es denn schon Versuche, sich das Leben zu nehmen? Nee. Das noch nie? Nee. Was ja auch erstaunlich ist. Also wir haben eine ganz enge Beziehung von Anfang an. Mhm. Wie gesagt, ich habe schon eine 24-jährige Tochter und es ist anders mit ihm. Und es war von Anfang an anders mit ihm. Mhm. Und er sagt mir das auch ins Gesicht. Also unterm Strich wartet er darauf, dass ich gehe, um dann auch gehen zu können. Er bleibt wegen mir. Aus Rücksicht auf dich? Ja, und das hat auch dein Kollege mich gefragt. Also das ist kein Kokettieren. Ich muss gerade nochmal über das Medikament nachdenken, was er bereit wäre zu nehmen. Wie kommt er auf die Idee, dass er dieses... Internetrecherche. Also, Und es ist, ich kriege ihn ja nur schon seit Jahren, der kann argumentieren, der ist intelligent, der lässt sich auch von keinem mehr irgendwie... Der müsste in Kontakt kommen mit einem hochintelligenten Psychiater. Ja, den find mal. Ja. Ich glaube, der braucht jemanden auf Augenhöhe. Ja, nicht genau jemanden, das. Der ihn irgendwie. Nicht nur auf Augenhöhe, sondern das andere Problem ist nämlich auch jemand, der menschlich wirklich, also es gibt ja Psychiater und Psychiater. Ja, natürlich, du? Natürlich. Ja, ja. Jemand, der menschlich wirklich auch so sensibel ist, der ihm unterm Strich gleich ist. Ja, es müsste auch. Also es gibt ja auch, das ist ja auch sehr interessant, finde ich jedenfalls. Mich hat das eigentlich beglückt, als er mir vor einem Jahr das erste Mal sagte, dass für ihn in Betracht zu ziehen doch vielleicht wäre, dass er Psychologie studieren könnte. Ach guck. Hm. Hm. Ja, das denke ich wirklich mit großer Überzeugung, dass der einen sehr differenzierten, sehr menschlichen, sehr klugen Psychiater haben müsste. Ja, Domian, woher? Ich kann es nicht mehr. Mhm. Wir reden immer mal wieder drüber und er ist dann immer ganz erschrocken, dass das für mich immer wieder so ganz schlimm ist. Mhm. Und ich sage, weißt du, ich überlebe das nur, wenn ich es irgendwie schaffe, in den Zwischenzeiten zu denken, jetzt geht's ein Stück aufwärts. Mhm. Mhm. Ansonsten überlebe ich das nicht. Es sind das verreißt mich. Ja, das glaube ich. Ja, natürlich. Das ist mir völlig klar. Es sind wahrscheinlich hochphilosophische Gespräche, die man mit ihm führen muss, um an ihn ranzukommen. Ja. Das ist nicht mit so einem schnellen Gespräch mal gemacht. Ja, ist mir schon klar. Nee, das war es aber noch nie, das weiß ich. Mhm. Das lernt man ja auch. Aber er liebt dich. Er liebt mich. Mhm. Und ich bin froh, dass er zu mir gekommen ist, auf der einen Seite. Das heißt, er ist zu einem großen, tiefen Gefühl fähig. Einem tiefen, großen, guten Gefühl fähig. Ach, das ist gut, dass du das sagst. Ja, so scheint es mir. So erklärst du mir. Ja, nee, das ist eine Sichtweise, die hatte ich bis jetzt noch nicht. Die ist schön, ja. Ja, die finde ich hoffnungsvoll auch. Ja, genau deswegen. Mhm, mh. Mhm. Oh Mann, Eike, das ist jetzt aber ganz schwer für mich, dir da was zu empfehlen. Ihr habt so viel gemacht schon und so viel unternommen. Ja. Dennoch, wir überlegen mal jetzt noch ein bisschen und rufen dich gleich nochmal an. Dürfen wir das machen? Ja. Das machen wir. Gerne. Dann sage ich jetzt erstmal an dieser Stelle viel Glück und alles Gute. Ich danke dir von Herzen. Dir und deinem Sohn. Danke. Und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss, Eike. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Und trotz tobendem Karneval, überall sind wir morgen auch hier. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Allerdings nächste Woche Montag, am Rosenmontag, da ist dann hier auch Schicht im Schacht. Da geht gar nichts mehr, da gibt es diese Sendung nicht. Dann erst wieder nächste Woche, ab nächste Woche Dienstag. Aber morgen freie Themennacht, ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder ihr ruft während der Sendung morgen an oder gerne auch eine Stunde vorher. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.